Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man X 4 und wir begeben uns gleich in die nächste Stage. Wir haben hier den letzten Part Web Spider und Magic Mushroom besiegt und sagen Start mit der Volcano Stage. Ich habe ein bisschen den Sound runtergedreht, weil mir zu laut ist. Ich müsste sonst zu sehr in das Mikro brüllen, weil ich mich selber nicht verstehe und bin kriegen wir Magma Dragoon. Hier ist eine coole Neuerung. Also, okay, was heißt Neuerung? Man kann zum ersten Mal was bei einem Boss machen. Ja, ich habe den Sound ein bisschen runtergedreht, weil ich habe wirklich nichts mehr verstanden. Mich nicht verstanden. Und dann müsste ich so reinschreien, da habe ich keinen Nerv drauf und deswegen habe ich ihn jetzt runtergestellt. Die Stage ist eigentlich recht einfach, wenn man sich nicht doof anstellt. Dann schafft man das ganz locker. Wir müssen nur auf diese Flammenbälle und alles Mögliche aufpassen, auf die Feuerfontänen. Dann schaffen wir das locker hier. Außer ihr macht es wie ich und springt in die nächste rein. Ups. Wir müssen nur halt aufpassen, dass wir nicht in die Gruben fallen. Weil das würde sonst sehr, sehr böse enden. Egal, wir haben jetzt Schaden genommen. Wir haben nochmal Schaden genommen. Wir gucken jetzt, dass wir schnell hier durchkommen. Wir haben es auch geschafft. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt keinen Bock zu sterben, weil passiert mir hier des Öfteren, dass ich einfach zu voreilig bin und dann deswegen in die Schluchten springen und das wollen wir natürlich nicht haben. Also wir geben uns jetzt erstmal lustig weiter in diese Stage. Und hier sehen wir eine Mega-Armor. Und hier oben haben wir, ihr seht, einen Herzcontainer, den wir natürlich mitnehmen und den Weg weitergehen. Ich muss jetzt mal überlegen, ich weiß nämlich nicht mehr, wo alle Tanks waren. Ich hoffe, ich finde die noch alle. Oder nimmt Fraps auf? Ja, es nimmt auf. Und hier, zwar können wir jetzt mit der Mech-Armor durch die Lava stampfen. Da müssen wir aber vorsichtig sein. Außer, hä? Was ist jetzt rausgesprungen? Das wollte ich nicht. Warum springst du raus? Hallo? Das habe ich auch noch nicht gehabt bis jetzt. Hallo? Hallo Zero? Wird das? Sollst in der Armor bleiben. Junge! So, und zwar können wir das hier machen. In den Bossraum gelangen. Wir können damit auch gegen Boss kämpfen. Ist das nicht geil? Und, wo bist du? Da ist er. Zero, it's really you. Why did you betray us? Answer me, Dragon. Oh, ups, ich hab... Das war Zero. Tut mir leid, ich hab die falsche Stimme gewählt. Answer me, Dragon. I have no answer for you, my friend. Dragon. So, und zwar können wir jetzt wirklich mit der Armor gegen ihn kämpfen. Und es ist wirklich... Man macht es einfacher. Warum bin ich wieder rausgesprungen? Ich weiß es nicht. Und er macht... Hallo, Zero, warum gehst du raus da immer, wenn ich springe? Ich hab keine Ahnung, warum er das die ganze Zeit macht. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir den ganzen Kampf damit beschreiben, wenn ich mich nicht so blöd angestellt hätte. Und so, dann hätten wir ihn jetzt noch ein bisschen einfacher gehabt. Aber er müsste jetzt tot sein, jawoll. Das war Magma Dragoon. Keine Chance hat er gegen unsere geballte Saber-Power. Und da liegt er in zwei Hälften. I wanted to defeat you. Then he appeared. He who? He told me he gave me power. Only if I worked for Repliforce. What? I couldn't refuse the offer. Sorry, Zero. Dragoon! Ja, sehr schlecht. Egal. Wir haben unseren ersten. Ja, vor allem unseren ersten Maverick platt gemacht. Und ja, wie ihr seht, wir lernen nur neue Techniken, wie ich gesagt habe. Applus SM Button on the ground. A powerful attack that burns enemies with flames. Some objects may be burned with the technique. Ja, wir saven einmal. Und haben einen zweiten Herzcontainer. Das erfreut uns doch. So, was war da unten? Ach ja,
Da haben wir noch keinen gefunden. Keinen Energietank. Ich weiß auch nicht genau, wo sie jetzt sind. Und wir begeben uns jetzt erstmal so richtig schön klassisch in die Snowbase. Und gucken, was da uns erwartet. Ein riesiges Walross. Oh mein Gott. Es sieht gefährlich aus, als er in Wirklichkeit ist. Wirklich. Er ist nichts. Er kann nichts. Da ist Dragoon schlimmer. Und den kennen wir. Hier, den Eingefrorenen. Wer sagt mir, woher ihr derjenige ihn kennt? Zack, zack. Und ich gehe meistens hier lang. Hier ist nämlich eine lustige Stelle. Wenn wir einen Energietank haben, können wir nämlich hier lang. Und unser Leben auffrischen. Aber das gehe ich jetzt. Deswegen gehe ich jetzt zurück, weil wir den noch nicht brauchen. Ich habe nur das Leben jetzt erstmal geholt. Und wir gehen jetzt den regulären Weg. So. Und zwar genau deswegen. Hier finden wir nämlich noch was. Hier, ihr seht's. Da müssen wir nur nach oben und wir kriegen einen Herztank. Aber ein Herzcontainer, wie ihr es wollt. Ach, ich hab's noch geschafft, da wollte ich eigentlich hin. Ja, genau dahin. Weil das Item will ich nicht verpassen. Okay. Falsch oder richtig? Du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay. Gehen wir erstmal hier weiter. Ich weiß es nicht. Ich sag ja, hab den nur einmal durch jetzt. Also ich hab jetzt nicht alles auf Anhieb im Kopf. Und ja, wenn ich das Let's Play mit Zero durch habe, werde ich erstmal nicht den fünften direkt anfangen. Ups! Sondern das Ding abbrechen, nein. Sondern mit X durchspielen. Und hier will ich noch hoch, weil hier ist noch was. Ihr seht's. Da kommt man ganz einfach ran mit dem Sprung. Und zwar haben wir jetzt, wenn wir das gemacht haben, also den Gegenstand eingesammelt haben, haben wir jetzt immer, wenn wir auch Game Over gehen, 4 Leben. Also 4 extra Leben. Da können wir ruhig mal ein paar Mal sterben. Und sollte uns nichts ausmachen. Ach, und die Stelle hasse ich. Der kommt hier immer und ich schaffe es nie runter, wenn der kommt. Wie ihr seht, wir müssen jetzt nur hier runter gehen. Und dann kommt was ein etwas sehr einfacher Zwischenboss, kann man sagen. Hier seht ihr es schon, es ist noch nicht der Endboss. Und da kommt unser Zwischenboss. Mit der Attacke, die wir gelernt haben, ist da wirklich einfach. Brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Hier, da kommt er und wir machen nur das und er haut, trifft uns, weil ich so schlecht bin. Nein, nicht dahin. Und da, ihr seht's. Der kriegt ordentlich Schaden davon und ist auch schon tot. Man muss es so sehen, nach einer Zeit nimmt er andere Formen an, die jeweils immer schwieriger werden. Die konnte ich jetzt nicht vorführen, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Nerv zu. Weil die machen, also die machen gut Schaden, wenn man nicht aufpasst und das Spiel nicht so gut kann. Ich kann es nicht so gut, deswegen habe ich ihn jetzt einfach platt gemacht. Hier können wir noch was abstauben, was wir aber nicht brauchen werden. Müssen wir jetzt nur halt aufpassen. Boah. Und wie ich gesehen habe, ist die Blue schon draußen. Die will ich mal auch mehr zulegen. Mal gucken. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, was für Spieler kommen. Eigentlich würde ich es mir holen mit Zelda. Das dauert noch wahrscheinlich. Ja, mit den Zombies. Das finde ich auch recht interessant, muss man sagen. Und hier, was habe ich da eingesammelt? Das ist ein Waffentank, den können wir mit Zero eigentlich gar nicht gebrauchen. Weil er hat nichts, was Energie verbraucht. Wie gesagt, er hat wirklich nichts, was Energie verbraucht, also Waffenenergie. Deswegen ist der unnütz, ich habe ihn jetzt nur gezeigt, wie man den kriegt. Wir müssen halt nur die Eisblöcke kaputt machen. Und ja. Wenn die nämlich ihre Zeit kriegen, dann vereisen sich alles. Aber es ist jetzt nicht das größte Problem. Und zwar, weil wir rutschen nur etwas und da oben tauchen ein paar Eisspitzen auf, aber die nicht gefährlich sind. Für uns zumindest. Also, sie machen etwas Schaden, aber auch Instant Death ist es nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Endboss und lassen uns natürlich nicht aufhalten. Na? Wie spricht man Walross?
what the brother kid up to? I don't have time for you, Junior. Hey, shut up and fight already. Oh, that does it. You're going down. Ja. Macht sich nur wer von uns beiden. Ups, ich hab den ja noch gar nicht. Verdammt. Ihr seht, wir müssen nur eigentlich aufpassen. Weil eine Herausforderung ist er nicht von seiner Attacke. Ist er so gut wie nix gegen unsere Saber Power. Na komm. Ich zeig's euch, er ist wirklich easy. Ich hätte auch mit ihm theoretisch starten können, aber naja, warum sollte ich? Ich weiß nicht, der Controller spinnt immer mehr rum. Och, nicht. Nein, 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 nein. So. Das machen wir so. Und er ist noch nicht wieder auf den Beinen und ist schon tot. Er ist jetzt perfekt. Er hat nichts auf dem Kasten. Also, wenn Leute mit diesem Spiel anfangen, ja. Nimmt Wolfsvirus. Er ist tierisch einfach. Ihr werdet damit keine Probleme haben. Ja, Zero, Daumen hoch. Was lernen wir? Was war das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben eine Eisspitze. Daumen plus SM-Button. Wild. Oh, es hat Omaso-Button. Nein, nein. Wild Jumping. A Dive Attack. Effective against Surface Enemies. Ja, es ist sie. Und wir speichern jetzt erstmal hier ab. Drüm, drüm. Haben jetzt unsere nächste Attacke und zwei Container und einen Herztank. Und ich würde sagen, hiermit, oder nein, wir lesen noch. I've got a message from Rappy Boss. Zero, I'll be at the Memorial Hall. All be there. Don't go, Zero. Don't fight him. This is a matter of personal pride now. There's no avoiding this. I must go. Und wir bekommen eine Zwischensequenz, in der ich ruhig bin. Colonel! What? I'm disappointed in you, Colonel! What do you think you're doing? It's not too late. Stop the coup now! Never. If that's your decision... Prepare yourself! Stop, please! Brother, please! Don't you remember? Zero saved my life! Oh. Very well, then. I'll spare your life for now. But next time, there'll be no mercy. Zero, please, don't fight with my brother. If you do, I'm afraid that one of you may end up... Someone must stop Repliforce. Zero! Ja, komm, wir saven nochmal, weil ich will die Szene jetzt nicht nochmal haben. Und eine schöne Zwischensequenz. Wie gesagt, es werden viele animierte Sequenzen kommen, die ich sehr schön finde. Aber leider ist die Synchro, ihr habt Zero beim Aufschrei gehört, ist es sehr schlecht gelungen. Aber es soll uns nicht stören, es ist ein schönes Spiel. Und ich würde sagen, ich beende hier diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten. Bis bald, euer Morgion. Haut rein!